Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um ein Tauschpaket, das ich eben schon mal ausgepackt habe und dann gemerkt habe, dass ich mein Mikrofon nicht anhatte. Deswegen kann ich es euch jetzt im Zustand nicht mehr zeigen. Es steht hier schon offen, ich habe mich über alles gefreut. Ich werde aber jetzt nochmal mit euch durchgehen, was es so gab von der lieben Katharina. Wir haben bei Instagram miteinander geschrieben und sie hatte zwei Sensi Bars, die sie nicht so gerne mochte und hat mich gefragt, ob ich die gerne haben will. Wir hatten das Ganze vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Das war damals ein schöner Tausch. Ich habe mich wieder drauf eingelassen und bin auch jetzt wieder begeistert. Ich gehe mit euch durch, was sie mir geschickt hat und freue mich darauf, die Sachen endlich verräumen zu können. So, ich hatte verschiedene Goodie-Taschen. Eine davon waren Körperprodukte, sage ich mal. Da war dieser fliegende Cremeschaum drin von Bilou in Slushy Apple. Also eine Bodycreme in Form eines Schaums. Als Duschschaum habe ich schon relativ viel Erfahrung damit gemacht. Ich mag immer gerne die von Rituals. Von Bilou waren mir oft zu süß. Mit so Cremes in Schaumform habe ich aber noch nicht viele Erfahrungen gemacht. Im Moment habe ich eine Fußcreme, die ein Schaum ist. Bin sehr gespannt, wie das ist. Die Fußcreme ist super ergiebig. Ich werde es testen. Ich stelle das so hin, dass ihr es noch sehen könnt. Außerdem war drin ein Shampoo vom Body Shop mit der Bananenduftrichtung. Ich habe Body Shop schon länger nicht mehr gerochen. Ich habe auch eben nicht daran gerochen. Das riecht so richtig nach mega reifer Banane. Und Body Shop ist ja auch sehr hochwertig. Ich werde das gerne, gerne, gerne benutzen. Vielen lieben Dank, liebe Katharina. Dann war noch drin von TT Sept ein Badezusatz Glücksmoment mit ätherischen Ölen. Auch da nehme ich jetzt meine Nase von. Ja, das riecht auch sehr, sehr angenehm. Abgebildet sind auch Zitrusfrüchte. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Hier so Limette, Orange. Das passt. Limette und Mandarine sind das. Sehr fruchtig, sehr lecker. Und das letzte Bodyprodukt waren Fußbadetabs von Balea. Magic is in the air. Einen Vanilleduft. Auch die werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Vielen, vielen lieben Dank. Dann war natürlich ein bisschen Hüftgold drin. Einmal so Gummitierchen, Gummiringe, Gummischlangen. Da kenne ich jemanden, der die sehr gerne essen wird. Der wird die auch gleich bekommen. Ja, sehr schön. Freut mich immer, wenn man so etwas da vorfindet. Dann war auch noch ebenso Hüftgold drin in Form von Schokolade. Einmal so ein Weihnachtsmann. Das Tauschpaket kam kurz vor Weihnachten an. War also genau richtig. Schmeckt aber auch jetzt noch. Ein paar Kugeln und eine Holzfigur in Form von einem Elch. Total süß. Die wird auch in meine Dekokiste wandern und dann nächstes Jahr hier mit als Deko rumstehen. Dann gab es noch so ein paar Dinge, die ich später erst zusammensammle, weil ich sie noch nicht komplett habe. Wir gehen an die Mails ran. Ich habe einmal Sensi Love and Happiness zwei Würfel bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den kenne. Bei mir ist in den letzten 6 Monaten so viel Sensi eingezogen, dass ich den Überblick ein bisschen verloren habe. Das ist aber ein sehr angenehmer, cremig-femininer Duft, der für mich im Bad oder im Schlafzimmer sicherlich gut funktionieren wird. Ich freue mich, ich werde den sehr, sehr gerne austesten. Dann Sensi Fluffy Fleece in Blau. Den kenne ich, den habe ich auch gekauft dieses Jahr. Ich bin aber gar nicht dazu gekommen, den auszuprobieren. Finde den aber kalt geschnuppert sehr, sehr, sehr schön. Der ist, ja, so als ob eine Wolldecke oder ein Wollpulli frisch gewaschen sind. Mit einem süßlichen Waschmittel-Weichspüler. Und dann aber eben schon trocken ist. Sind Wollsachen. Also es riecht nicht so wie die nasse oder feuchte Wäsche auf der Leine, sondern kommt so frisch gewaschen und will wieder in den Schrank. So riecht das. Total lecker, total angenehm. Ich freue mich, dass ich davon noch mehr jetzt habe.
Dann war drin Kringle Candle Clearwater Creek in Weiß. Ein Duft, den ich sehr gut kenne und auch sehr, sehr mag. Der ist für mich einfach frisch, leicht maskulin. Gefällt mir. Ja, ja. Total schöner, frische Luftduft. Super. Da bin ich sehr froh, dass ich den nochmal düfteln kann. Und ich habe von Traumdüfte den Sweater Weather, ein rosa Häschen, bekommen. Sweater Weather Düfte mag ich ja auch immer sehr, besonders das Original von Bath & Body Works. Daran kommt man einfach nicht mit dem Öl. Das Öl ist leichter, sanfter. Ich finde, der Bath & Body Works knallt mehr, aber der hier ist sehr gut. Sehr schön. Und mit Traumdüften komme ich ja sehr gut klar. Die haben zwar ein sehr weiches Wachs, aber für mich ist die Performance davon mega. Mag ich wirklich gerne. Ja, und dann habe ich hier Wachsmagie drin. Wachsmagie kenne ich noch gar nicht, finde ich aber super interessant. Ja, ich war auch schon mal auf der Homepage, auf dem Webshop von Wachsmagie und hatte auch schon mein Warenkörbchen sehr, sehr voll, habe mir dann aber gesagt, nein, Petra, du kaufst jetzt keine Handmade-Wachse, weil ich eigentlich ja nicht auch noch das alles sammeln will. Und mir völlig reicht das, was durch Tauschpakete mal hier ankommt. Wenn ich so einzelne Düfte mal ausprobieren kann. Ich finde, der Markt ist da auch so groß mittlerweile, dass man die gar nicht alle unterstützen kann. Aber ich finde hier, Wachsmagie ist schon was Besonderes. Ne? Guckt euch an, wie schön das ist. Der Duft heißt Winterzauber. Und hat was sehr Kühles. Aber auch was Rauchiges. Was Ätherisches auch. Für mich ist das ein Duft, wie wenn man das Kaminfeuer gerade ausgemacht hat, es also noch so ein bisschen nachraucht, dann die Fenster weit aufmacht, die kühle Luft hereinlässt. Ja, so in etwa ist das sehr stark, sehr schön und mega Brocken, ne? Also nicht schlecht. Ich werde das sehr, sehr gerne ausprobieren. Wachsmagie arbeitet mit Rapswachs. Auch sehr interessant. Die meisten machen ja Sojawachs. Rapswachs ist meiner Erfahrung nach ein bisschen fester. Nicht schlecht. Auch von Wachsmagie habe ich die Kristallmagie Palo Santo bekommen. Palo Santo ist ja so ein exotisches Holz. Was ich eigentlich wirklich schön finde. Schaut mal, es sind so Edelsteine in Lila mit Glitzer. Und es ist ein sehr, sehr sanfter Palo Santo Duft. Ich mag das auch. Das ist ja irgendwie so, ja, ein exotisches Holz, was für mich leicht, ganz leicht ins Männliche geht. Schön. Sehr frisch. Tut es auch eben zu anderen Jahreszeiten als im Winter. Das werde ich also auch schnell ausprobieren können. Da freue ich mich drauf. Dann habe ich von Goose Creek den Toasty Hot Toddy bekommen. So sieht das Label aus. Ich habe 2 Cubes bekommen aus so einem Clamshell. Und Toasty Hot Toddy ist ein, ja, sehr dunkler, sehr würziger Duft. Vielleicht eine leichte Schokoladennote drin. Ich werde das gerne ausprobieren. Es wäre jetzt wahrscheinlich nicht sowas gewesen, was ich mir gekauft hätte. Nicht so mein Beuteschema, aber man soll ja auch immer mal wieder über den Tellerrand gucken. Das werde ich da sehr gerne machen. Dann habe ich auch von Goose Creek Ivory Rocking Horse. Den kenne ich, davon habe ich auch die Kerze. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsduft, aber ich mag den. Der ist schön cremig, holzig, frisch. Gefällt mir. Mag ich wirklich gerne. Wird gerne von mir verdüftelt. Dann habe ich bekommen von Wachslabor Bliss Unstoppables. In hellrosa mit einem gelben Herzchen drauf. Total süß. Natürlich nicht scharf, aber süß.
Und das ist ein ja, sehr schöner, frischer Wäscheduft. Sehr süßlich. Gefällt mir gut. Sehr frühlingshaft auch. Den werde ich auch sehr schnell testen jetzt, denn für mich enden jetzt die Winterdüfte. Ich werde mir keine neuen mehr in die Schublade legen. Von Scentsy, den Sun Ripened Berries. Oder Berry. Ist der Duft des Mo Monats, glaube ich, vom Januar. Und ja, der hat, wie die liebe Nicole von Gönn dir was so schön sagt, eine Senfnote. Ich kann das auch riechen. Aber ich glaube einfach, das ist eine Himbeere, die einen so ein bisschen in diese Richtung treibt. Ich glaube, wenn der warm ist, geht das auch weg. Das riecht für mich so, als ob, wenn der warm ist, das wirklich ein schöner Beerenduft ist. Ich finde ihn auch kalt jetzt nicht unangenehm, aber ich kann das nachvollziehen mit der Senfnote. Sehr interessant. Dann haben wir hier Yankee Candle Honey Glow. Der ist ja auch schon lange aus dem Sortiment. Den fand ich auch immer toll. Der kommt für mich nicht an den Honey and Spice ran, der für mich ja so ein super kuscheliger Honig-Gewürztee-Duft ist. Der hier hat halt keinen Gewürztee. Der hat Honig und ich glaube eine Ambernote. Ist dadurch auch sehr schön warm und irgendwie auch ein bisschen exotisch, wie ich finde. Und auch sehr gut, aber eben nicht zu vergleichen mit dem Honey and Spice. Trotzdem werde ich den sehr, sehr gerne verdüfteln, weil ich auch den immer sehr mochte. Country Candle Somerset. Davon habe ich auch die Kerze, die war allerdings ein reiner Namenskauf. Ich finde sie aber nicht schlecht, aber ich hätte sie vom Geruch her nicht unbedingt gekauft. Das ist ein blumiger Sommerduft, sehr frisch, sehr angenehm, aber wäre eigentlich für mich kein Glaskandidat gewesen. Ich schmeiße wieder alles hin, wie immer, kennen wir ja nicht anders von mir. Ich freue mich trotzdem, den jetzt auch so mal zu düfteln vorher, bevor ich das Glas anwarmere. Dann habe ich hier wieder Wachsmagie Snug as a Bug. Das sind zwei Stücke aus so einem Riegel. Und der ist auch schön. Ein süßlicher Duft. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das eine Frucht ist oder eine Blume. Vielleicht auch beides. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm für mich. Absolut ein Schlafzimmer- oder ein Badezimmerduft. Sehr schön. Gefällt mir, werde ich sehr, sehr gerne austesten. Auch der passt gut in den Frühling für mich. Dann habe ich Scentsy Black Raspberry Vanilla. Zwei Stücke aus so einem Clamshell. Den mag ich, den kenne ich auch. Das sind halt ja dunkle Beeren gepaart mit Vanille. Beides gut wahrnehmbar, dieses ja spritzig saure von den dunklen Beeren kombiniert mit einer richtig schönen süßen sanften Vanille macht einen tollen Duft, mag ich sehr, sehr gerne. Traumdüfte Vanilla Birch in Gelb. Das kann eigentlich nicht schief gehen, da ich beide Einzelkomponenten sehr gerne mag. Ich mag Birkenholz, das ist immer schön leicht und frisch. Und ich mag auch Vanille. Ja, und ich mag Traumdüfte. Das passt gut zueinander, wird sehr gerne von mir genommen. Dann habe ich von Goose Creek Candy Cane Kiss. Den haben wir im Moment hier bei uns auf der Gästetoilette als Seife stehen. Deswegen habe ich da in letzter Zeit oft dran geschnuppert, aber ich glaube, den Wachs hatte ich noch nie. Das Wachs, das heißt das Wachs. Ja, riecht aber genauso. Eine Zuckerstange mit einer anständigen Portion Pfefferminz drin. Schön. Sehr, sehr schön. Dann habe ich von Wachstastisch, was mir gar nichts sagt, habe ich noch nie gehört, knisterndes Lagerfeuer. Sehr krümeliges Wachs in so, ja, einem leichten Orangeton.
Wachstastisch. Kenne ich nicht. Klärt mich mal auf, wer das ist. Und knisterndes Lagerfeuer ist natürlich, ja, feurig. Sehr rauchig. Hat eine leicht verbrannte Note. Ich weiß nicht, ob der so wirklich was für mich ist. Ich mag rauchige Düfte, gar keine Frage. Aber ich glaube, der ist mir ein bisschen too much. Knisterndes Lagerfeuer, da ist halt irgendwie, müsste da was Sanftes zu. Vielleicht kann man den ganz gut mischen mit dem Vanilla Birch. Das könnte vielleicht was werden. Mal gucken. Traumdüfte Pumpkin Pecan Waffles in Rosa. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Rosa hätte ich jetzt bei diesem Duftnamen nicht erwartet. Aber der ist schön. Der ist wirklich schön herbstlich. Foodie. Man kann diese Waffelnote wirklich gut wahrnehmen. Die leicht gewürzte Pumpkin-Note. Aber für mich ist der wenig nussig. Also die Pecan Waffle. Fehlt mir dieser Pekanussanteil drin. Trotzdem schöner Duft. Ich mag Pumpkin-Düfte. Ich mag Bakery-Düfte. Von daher alles richtig. Wunderbar. Scentsy Vanilla Waves. Den habe ich hier. Habe ihn aber auch noch nicht warm getestet. Es ist aber ein sehr süßer, parfümartiger Vanilleduft, der mir gut gefällt. Der sicherlich auch super ist zum Mischen. Vielleicht könnte man den auch ins Lagerfeuer schmeißen. Mal gucken, was ich damit machen werde. Sehr schön. Scentsy Olaf Warm Hugs. Zwei Würfel aus dem Clamshell. Ja, Scentsy kann Disney-Düfte sehr schön rausbringen. Ich finde auch den Olaf-Duft wirklich schön. Das ist süß, es ist pfefferminzlastig. Kalt geschnuppert gefällt er mir mega. Aber leider hat er mich in der Performance ziemlich enttäuscht. Ich fand ihn weder sehr gut wahrnehmbar, er war so ja im Hintergrund, ja. Und er war auch nicht lange da. Er war halt, ja, auch nicht langlebig. Was ich schade fand, trotzdem werde ich den verdüften, weil ich den an sich eigentlich schön finde. Nur halt in der Performance nicht ganz so, wie ich erwartet hätte. Dann habe ich hier Ice Flower, Ice Cold Sweater. Der ist einfach ein Wäscheduft. Was den jetzt Ice Cold machen soll, weiß ich nicht. Das ist ein Wäscheduft. Ein solider, schöner Wäscheduft. Der tut es bestimmt gut im Schlafzimmer oder im Bad. Wunderbar. Dann habe ich hier noch den Traumdüfte Salty Sea Air. Auch wieder zwei Stücke von so einer kleinen Tafel, würde ich sagen. Sehr weiches Wachs wieder, so sieht's aus. Und der ist schön. Der ist schön sommerlich, aquatisch, frisch. Ob diese Seeluft jetzt salzig ist, möchte ich nicht bespüren, aber es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich gut und ich werde den im Sommer mit verdüfteln. Ja, dann haben wir hier noch diese zwei Scentsy Bars drin liegen, um die es ging. Das ist einmal der Vanilla Blackberry. Der ist einfach, ja, eine Mischung aus dunklen Beeren und Vanille. War das der gleiche wie eben? Black Raspberry Vanille ist etwas anders, ja. Es ist eine andere Beerennote. Hier haben wir jetzt den Vanilla Blackberry. Ja. Schön auch. Gefällt mir gut. Gleichzeitig diese säuerliche Süße der dunklen Beeren und die Vanilleunternote kann man immer haben, finde ich. Und der zweite auch volles Bar war der Black Forest Pine. Das war der Duft des Monats von Dezember. Und ich hatte den als Probe in der Whiffbox gehabt, habe den also auch schon getestet. Ich finde ihn gut. Das ist ein
wirklich dunkler Tannenduft. Ohne viel Schnickschnack, kein Schnee liegt auf den Bäumen, sondern ja, es ist einfach waldig, leicht rauchig, irgendwas Geräuchertes sollte da auch drin sein, Mandarine oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Gefällt mir auf jeden Fall und ich bin froh, dass ich ein Bar davon habe. Ja, und jetzt habe ich auch die letzten Goodies nochmal zusammengesammelt. Das war nämlich das Thema Schreibwaren. Das da bestand aus einem Bleistift weihnachtlicher Art mit so einem schönen Elch-Anhänger dran. Ich glaube, beim Schreiben würde mich das nerven, aber so als Deko im Stifthalter stehen haben, finde ich das schön. Wenn man ihn dann benutzt, kann man das bestimmt auch abmachen. Und dreimal so Mini-Post-its. Einmal in Pinguinform, dann in Igelchenform und ein Eichhörnchen. Kann ich alles wirklich gut gebrauchen. Die Düfte gefallen mir alle. Das knisternde Lagerfeuer muss ich testen, ob ich das mischen kann. Der Rest ist super. Mir hat der Tausch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Katharina, vielen, vielen lieben Dank dafür. Das Lustigste an diesem Tausch, und jetzt kann ich es ja wieder zeigen, weil ich jetzt das Paket zumachen kann, eben hatte ich das ja alles nur oben drauf liegen, ist, dass ich mein eigenes Paket zurückbekommen habe. Und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, das nochmal hin und her wandern zu lassen. Ich wäre für einen neuen Tausch auch jederzeit bereit. Ja, vielen Dank Katharina, allen anderen und natürlich auch dir Katharina, wünsche ich einen schönen Tag, eine gute Nacht, guten Abend, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal. Eure Petra.